erstmal in die Geheimnisse der modernen Videotechnik einweihen. Es wird ein ganz langes Seminar. Wir werden wahrscheinlich ein paar Monate brauchen, bis ich dich auf den technischen Stand gebracht habe. Aber dann wirst du es verstehen. Drei Dinge sprechen dagegen. Modern, Video und Technik. Wie soll ich das kapieren? Drei Dinge, mit denen du wirklich nichts zu tun hast, da gebe ich dir auch wieder absolut recht. Kümmern wir uns wieder um Damien Sandow und Randy Orton und natürlich auch immer so ein kleines bisschen um Dolph Ziggler und Vicky Guerrero oder Kommentatoren. Wunderschöner Side-Russian Legs, wie man zeigt, dieser Damien Sandow, was er alles drauf hat. Unglaublich harter Bursche, aber auch ein toller Techniker. Ja, und einer, der hier unmittelbar vor einem Sieg gegen Randy Orton steht. Ganz schön spannende Angelegenheit, auch für Dolph Ziggler, der das Ganze natürlich mitverfolgt und der jetzt hier sieht, wie Damien Sandow sich da ganz lästig das Knie anstößt an der Ringmatte. Sandow stürmt heran und macht natürlich auf Randy Orton und seine Blickrichtung hat da wieder so ein bisschen auf Dolph Ziggler geachtet. Er soll sich wirklich hundertprozentig auf Damien Sandow konzentrieren. Günther, er kann sich nicht hundertprozentig auf Damien Sandow konzentrieren, solange Dolph Ziggler und Vicky Guerrero mit dem Geld auf der Bankkoffer dann eben am Kommentatorenpult sitzen. Denn wir wissen ganz genau, Günther, da muss ich dir nichts Neues erzählen. Dass sie jederzeit bereit sind, ihn noch einzusetzen, ähnlich wie Randy Orton seine DDT einsetzt. Der hat hundertprozentig gesessen, jetzt der Blick Richtung Dolph Ziggler. Schau dir genau an, was jetzt passiert, denn nach dem DDT, da kommt, wenn es nach Randy Orton geht, der AKO, aber Damien Sandow macht das, was er leider allzu oft macht. Er gibt Fersen. Er sorgt dafür, dass er auch weiterhin nicht gepinnt wurde hier bei DDT. Aber was ist das dann für eine Leistung, für eine Bilanz? Ja, ich habe jetzt fünfmal verloren, aber nur durch Auszählen. Deswegen ist er trotzdem ein Loser. Also für dieses Match zählt das auf jeden Fall. Denn dieses Match hat Damien Sandow verloren. Ich würde ihn aber deswegen nicht per se als Loser bezeichnen. Du weißt, und das hast du selber gerade gesehen, wie nah er Randy Orton an einer Niederlage hatte. Das war schon eine sehr interessante Auseinandersetzung. Gratulation da auch von Dolph Ziggler, dass sich da Randy Orton so überragend durchgesetzt hat. Ja, also das trieft ja nur so zumindest. Das sollte man mit einer Viper nicht machen.